Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Das Halloween Event ist fast vorbei. Ich glaube, ich habe leider den kompletten Content nicht geschafft, weil... Was machst du da? Ich verstehe. Wenn ich den auf der Schulter habe und mich dann auslogge, wandert der rum. Ziellos und planlos und keine Ahnung. Ich habe mir überlegt, für die andere Höhle sollten wir den eigentlich mitnehmen, weil der hat ein sehr, sehr hohes Level. Und sollte eigentlich dort gut zurechtkommen. Ich muss gucken, was der an HP hat, was er an Damage macht, weil wenn man sich das Vieh so anschaut, der fliegt ja nicht wie der Demophid oder wie der hier heißt. Und sollte eigentlich in der Lage sein, in der Höhle sehr gut zurechtzukommen. So. Aber der ist ein bisschen schwach eventuell. Und der hier ist halt ziemlich stark. Okay. Content, den ich nicht schaffen werde. Es gibt neben diesem Skelettkopf hier auch noch für Bronto und für den Trike. Wenn man... Ja. Wenn man alle Skelette plus gestohlene Grabsteine und... Scheiß Nase, juckt immer, wenn ich aufnehmen will. Das ist so bescheuert. Also, alle Skelette plus einige Grabsteine plus einige Pumpkins plus einige... Wie heißen sie? Ihr wisst schon. Wieso habe ich eigentlich... Achso, auf 7 natürlich. Plus einige Vogelscheuchen. Wenn man die alle in diesen großen Obelisk, den man gerade nicht sieht, weil wir umrundet sind von Felsen, reintut, kann man den Hexenhut für sich oder eine Kreatur beschwören. Ich habe es leider nicht. Ich habe wirklich lange gesucht nach den restlichen Skeletten. Das ist extrem schwer zu finden. Dann hat Apollo neben Ivory sein eigenes Grab bekommen. Wir werden ihn vermissen. Wir haben noch 3 Wölfe, die sich lohnen. Davon ist, ich muss gucken nach dem Geschlecht. Male, Female, Mel, ja super, da gibt's wieder Rangordnungsstreit und so ein Kram. Kann die sich schon wieder paaren? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen die lieber tämen, das geht schneller. Oh, es geht, wir können einen züchten. Aber ich glaube, ich möchte die ganz gerne erstmal auf 200 bringen. Dann lohnt sich das wenigstens. Dann... Nochmal zum Thema zurückzukommen. Warum habe ich so wenig FPS? Ach ja, genau. Scheiße, ernsthaft, das ist der Unterschied. Ich habe wieder den Treiber gewechselt und bin auf den älteren gegangen, weil da irgendwie weniger Probleme sind mit Dual Monitoring und so. Aber hier habe ich echt weniger FPS. Gut, dann werden wir die heutige Folge mal ohne Schatten auskommen müssen. Das tut mir sehr leid, ich werde den Treiber wieder updaten. Und... Der... Bringt gar nichts. Gut, dann eben so und so. Ah, jetzt haben wir 30 FPS. Okay. Was ist da hinten los? Warum fliegt der? Vor wem? Ist doch nix. Du bist hier. Wir werden, was ich vorhabe, genau. Und zwar wollte ich ja ein... Ich möchte nicht sagen, ein 200 Abonnenten-Special, weil ich glaube, es ist total bescheuert, alle 200 Abonnenten oder alle 100 Abonnenten ein Spezial zu machen. Einige von euch erwarten das wahrscheinlich, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass man... Es wird überbewertet, aber das heißt nicht, dass ich meine Abonnenten nicht ehren möchte. Und ich möchte das jetzt wirklich gerne am Anfang des Parts sagen, weil ich nicht weiß, ob noch 4 Minuten immer noch jemand zuguckt. Ganz ehrlich, einige gucken noch zu und zwar auch die ganze Folge über, aber wie YouTube halt so drauf ist, ist halt klicken, kein Action, kein Witz in der ersten Sekunde, weg. Und zwar habe ich vor, das sollten einige mitbekommen haben, einen Turm zu bauen, der als ein wenig eine Art Museum darstellen soll. Und ich weiß noch nicht, wie breit der werden soll. Also ich dachte erstmal 4x4, dann 6x6. Mittlerweile bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob das... Was? Wo? Wieso? Wer? Achso, die Spinne. Boah!
Du kleiner Scheißer! Friss Blütenstaub! Schieß! Schieß! Dumme Pflanze. So. Erschreck mich doch einmal so und ich komme rein. Mit dem T-Rex. So, okay, nochmal. Ich zieh das schon vor Angst. Und scheiß mir in die Hose. Ja, okay, noch einmal von vorne. Ich habe vor, einen Turm zu bauen. Dieser Turm wird eine Art Museum darstellen und in diesem Museum werde ich an die Wände links herum, innen natürlich, unten in der Mitte soll eine Säule sein. Das ist der erste Plan. Also in der Mitte kommt so eine Säule und außenrum mit Wände. Okay, das sieht man sogar so ein bisschen. Und ich möchte ganz gerne in diesen Turm nach oben, so hoch wie es eben geht, und das ist eine Menge Weg nach oben, alle Abonnenten, die ich habe, verewigen. Das mache ich so lange, bis ich damit überfordert bin, weil es vielleicht zu viele werden. Im Moment ist es noch überschaubar. Eventuell legt sich auch der Zustrom auf meinen Kanal bald, aber im Moment habe ich vor, den halt ganz nach oben zu bauen, wie es halt geht, und es nicht reicht. Und ich bin der Meinung, es ist immer noch überschaubar. Dann macht man einen zweiten Turm daneben. Und das einfach so lange, bis ich halt denke, es kommen einfach, wer weiß, vielleicht irgendwann mal 100 Abonnenten am Tag dazu und dann ist das zu viel und dann höre ich das halt eben auf. Ich hoffe natürlich, dass wir da einen schönen hohen Turm bauen können. Ich hoffe, dass wir wenigstens einen bis zum Maximum bauen können. Das wird so cool. Und ja, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, weil ich habe vor, die kompletten Namen von euch zu verwenden, wie sie da bei mir stehen. Das heißt, die meisten von euch haben keinen YouTube-Account, so wie ich oder andere mit einem YouTube-Account-Namen oder einem Nickname, sondern sind dank Google Plus oder wegen diesem scheiß Google Plus gezwungen worden, ihre Namen zu verwenden, oder beziehungsweise die meisten haben sogar ihre Klarnamen dafür verwendet. Und wenn ihr nicht wollt, dass ich eure Klarnamen verwende, das heißt Vorname und Nachname, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann berücksichtige ich das. Am besten in dem Part, wo euer Name dann am besten auch vorkommt, oder direkt hier unten in die Beschreibung natürlich, unten in die Kommentare von diesem Video. Ansonsten werde ich den vollen Namen verwenden. Wenn allerdings zu viele jetzt sagen, nee, möchte ich nicht, dann werde ich nur euren Vornamen benutzen und den ersten Buchstaben von eurem Nachnamen. Beziehungsweise, wenn nur der erste Buchstabe von eurem Vornamen angegeben ist, werde ich davon nur den ersten Buchstaben benutzen und dann den Nachnamen, den vollen. So, dann ist das zum Beispiel, mein Name ist Daniel.B, ne? Aber da steht Daniel B und nicht, das müsste eigentlich D sein, ne? Daniel D. Und nicht halt Daniel Drago B. Weil manche wollen es nicht, aber ich bin der Meinung, wenn ihr sowieso schon online euren Namen komplett da stehen habt und kein Bild dazu Zuordner. Wie heißt das Wort? Naja, wenn halt kein Bild zum Identifizieren dabei ist, dann kann man auch den Namen komplett verwenden, weil niemand weiß, dass genau ihr es seid. Und wie gesagt, wenn ihr was dagegen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es dann berücksichtigen. Ich schreibe mir das dann auf. Und, oh, guck mal, das wächst hier richtig. Das nicht. Doch, warte mal, das sind ja Kartoffeln. Was sind das? Das sind Karotten, die müssen so aussehen. Wachslinge. Wenn ihr natürlich in dem Abonnententurm vorkommen wollt und ihr der Meinung seid, ihr seid nicht vorgekommen, dann müsst ihr in euren Kanaleinstellungen einstellen, dass andere eure die sehen können, die ihr abonniert habt. Sonst erscheint ihr bei mir nicht in der Abonnentenliste und ich kann euch nicht verewigen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass einige von euch ihr YouTube-Account nicht mit Google Plus-Account verbunden haben. Was doof ist, für mich, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, kann ich euch nämlich nicht antworten. Dann schreibe ich euch für gewöhnlich PMs, wenn ihr was geschrieben habt. So, heute werden wir ein bisschen unsere 50-fach Tame Rate verwenden. Ich denke, 10 Minuten quasseln ist genug. Und werden uns heute mal einen Bronto tamen, der nach Möglichkeit nicht die 100er Marke
überschreitet, weil ich möchte auch ganz gerne einen ordentlichen Themen auf die ordentliche Art und Weise. 114, 43. Ich habe keine vernünftige Axt, sagte er und hat eine gefunden. Sehr schön. Was fehlt? 100, 100. Wir hatten doch, ich nehme mal 100 davon mit. Wir hatten doch eine richtig, richtig geile Armbrust. Wir haben zwar eine geile verloren, aber wir haben noch eine viel, viel bessere. 162, war das die 62er? Ich meine, wir hätten nur mit 170. 60. 100, vielleicht am anderen Schrank. Hier nicht. Da. 178. Ey, da kann doch kein Gewehr mithalten. Jedenfalls nichts, was ich habe. Das ist natürlich blöd, weil das Gewehr macht viel, viel weniger Schaden. Und das ist sehr, sehr praktisch beim Themen. Aber what the fuck? Das ist, ne? 178. Das ist geil. Einfach nur geil. Was brauchen wir noch? Das, ja. Davon könnte ich vielleicht einen mehr gebrauchen, aber ich denke mal, bei Bronto-Themen ist das nicht so übertrieben wichtig. Guck mal, wir haben so ein bisschen Munition. Ah, stimmt ja, wir haben letztens diese Munition gar nicht mitgenommen, sondern die richtige Munition. Also, das tut mir jetzt noch weh, dass wir die verloren haben. Okay, wir haben kein Fleisch mehr, dann müssen wir welches braten. Aber beim nächsten Mal. So. Ich wollte noch einen Agentavis-Themen ordentlichen. Weil der ist zwar gut, aber ich glaube, so mit 1500% Schaden und alles auf HP ohne den Movement Speed zu erhöhen, ist so als Damage-Tier doch besser, wenn man halt mal ein bisschen Alphas jagen möchte. Wölfe und so sind zwar ganz nett, aber eben, naja, Bodentiere und wenn man nicht flüchten kann, ist das scheiße. So, davon mal ein bisschen was weg. Dafür brauchen wir nicht allzu viel. Drei Stacks reichen und dann suchen wir uns einfach mal einen und hoffen, dass wir genug dabei haben. Wie gesagt, ich habe 50-faches Taming an, einfach um zu gucken, ob wir das während des Aufnehmens einfach laufen lassen können und dann ist er getamed oder ob ich schneiden muss. Ich muss mich auch bei euch entschuldigen. Ich habe nämlich versehentlich, und das ist kein Witz, versehentlich drei Delfine getamed. Ja, ich habe versehentlich Prime Meat unten auf die Null gesetzt, versehentlich E beim den Tier gedrückt und das dreimal. Ja. Um das mal genau zu sagen, ich wollte mal ausprobieren, wie viel der dazu bekommt. Hab vergessen, dass ich 50-fach an hatte und bam, war das Vieh getamed. Da dachte ich mir, ja komm, jetzt hast du schon so viele, kannst einfach noch zwei weitere mitnehmen. Die sind nicht besonders hoch. Ich glaube, der höchste ist 107 oder so. Die verweilen gerade alle da unten auf Weichei Island. Und ich weiß nicht, ob es ihnen gut geht. Oh, seht ihr das? Oh, seht ihr das? Ich sehe was, das seht ihr nicht. Da hinten ist ein Alpha Rex. Ach, sieben, genau. Sieben war das. Sollen wir die mal versuchen? Welches Level hat er denn? 16. Wisst ihr was? Den verschieben wir den anderen. Ich komme jetzt mit dem dicken Rex an, mit dem anderen, mit unserem Knochen Rex, und dann gucken wir mal, ob wir den platt bekommen. Sollten wir mal gucken, einfach rüber, ne? Boah. Das ist so einer dieser Momente, da weißt du nicht, ob das gut geht oder nicht. Wir haben 14.000 HP oder 15.000 und 1400% Angriff. Wir machen richtig, richtig viel Schaden. Der hingegen hat so ein hohes Tempo und so viel HP. Es könnte gut möglich sein, dass wir den nicht besiegen können. Wir könnten den erstmal tamen und dann anclaimen. Dann wissen wir, wie stark der ist und ob wir das einschätzen können. Aber, ich glaube, wir versuchen es einfach mal, ne? Das ist Alpha Rex. Wir haben bisher noch keinen Alpha Rex gekillt. Außer mit dem Dodo Rex, aber das ist ein bisschen unfair. Deswegen werde ich auch meine Ausrüstung hier lassen. Weil ich habe doch zu viel Angst, dass ich die verliere. Kann ich die bären? Ja, komm. Scheißegal. Scheißegal. Das heißt, ne, weil wenn wir fallen, sind wir halt tot. Und
Naja, das will ich nicht unbedingt verlieren. Das überraschenderweise auch nicht. Das ist mein letztes. Den will ich nicht verlieren. Haben wir hier drin eine Ausrüstung liegen? Haben wir. Wir nehmen ein bisschen was mit. Also keinen Grund zur Sorge. Ganz nackig machen wir es dann doch nicht. Nur meine Ausrüstung nochmal verlieren, das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd. Ich muss aufpassen, wegen. Ach, der zweite Rex, der ist rum, ist er weg. Scheißegal, ob der geboostet wird von dem Alpha. Oh Gott, oh Gott, oh. Ist so ein bisschen wie, wenn du ein MMO spielst, das du gerne spielst und immer Respekt hattest vor den dicken Bossen. Und dann stehst du plötzlich vor einem der Bosse und weißt nicht, ob du den besiegen kannst. Und dann merkst du, scheiße, es ging doch nicht. Ganz ehrlich. Ich glaube, den Skin nehme ich weg. Das ist mir zu gefährlich mit dem Skin. Ach, der ist da. Ja. Ja, deine erste Aktion muss nicht sein, auf mich zu scheißen, wenn ich dir deinen Skin wegnehme. Das ist nicht sehr nett von dir gewesen. Du bist Arsch, ey. So, das braucht er auch alles nicht. Das ist alles nur Gewicht, das uns irgendwie im Weg ist. Okay, das kommt weg und der Rest reicht erstmal. Und zur Aufbewahrung nimmt der andere T-Rex den Mann in die Hand. Der ist. Ach ja, das ist ja diese Totgeburt. So schwach ist wegen dem Weibchen, das so mies war. Deswegen ist er auch hier so schwach. Der ist stärker als das meiste, was hier rumläuft, aber trotzdem. Na, ihr wisst, was ich meine. Na, die Pumpkins wollte ich jetzt nicht aufheben, aber okay. Eines Tages werden wir die wieder haben wollen, dann ist das Halloween-Event vorbei. Übrigens, das Halloween-Event ist tatsächlich ja fast vorbei. Bald kommt dann der Giganotosaurus und den werden wir uns auf jeden Fall holen. Ob der einen. Bleib mal hier. Du könntest sterben unterwegs. Du könntest aber auch einige HP-Ups bekommen, wenn ich ihn töte und du bist in der Nähe. Komm, komm am besten mal mit. Warte, 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 warte. Die sollte mir folgen, ne? Das ist besser. Weil die sind ziemlich praktisch, die kleinen Scheiße. Die sind stark, schwer zu treffen. Und du bist auf Passiv. Und sollst mir mal bitte folgen. Ja, das sollte eigentlich gut funktionieren. Weil ich glaube, der kriegt keine Erfahrungspunkte, weil der bei mir auf der Schulter sitzt. Oh, ich bin aufgeregt. Ich meine, da ist gerade ein Alpha-Rex. Quasi vor der Haustür. Komm zum Aufwärmen. Zum Aufwärmen, ey. Der hat schon maximales Level erreicht. Der kann nicht höher. 193. 15.500 HP. 1700% Melee-Damage. Also der haut auf jeden Fall mächtig rein. Also richtig fett Schaden macht der. Aus für einen Alpha-Rex reicht, weiß ich nicht. Aber der ist auch nur Level 16. Von daher, es könnte gut gehen. Es muss nicht. Weil wir haben gesehen im Spezial, was der an HP hat. Das könnte schon mal gefährlich ausgehen. Wir dürfen jetzt gleich nur nicht in den Rhein rennen und den nicht sehen. Wo ist der? Okay, der ist noch da. Kann auch sein, dass der kleine Scheißer stirbt. Am besten, ich schalte ihn doch mal auf. Wenn er stirbt, ist egal. Wir tamen uns einfach neu. Guck mal, da ist einer. Den tamen wir einfach. So. Jetzt muss ich meine Ausdauer. Da ist der. Ich sehe ihn. So. Können wir den irgendwie hier in den Stein schießen? Siehst du uns? Und los. Ach rein, ey. Ich glaube, der. Jo, der hat den gleich gekillt, den Kleinen. Geh mal auf Passiv. Jo, er hat den gekillt. Aber wir kriegen nicht so viel Schaden, wie ich erwartet habe. Gut, wir haben Rüstung, ne? Wenn man so will. Und die Ausdauer macht zum Glück mit. Boah, wir werden richtig rumgeschubst von dem. Jetzt müssen wir aufpassen. Da. Und eine Trophäe. Und die Arme nehmen wir auch mit.
Das Gefährliche ist nämlich, wenn ich den, Scheiße, der Kleine ist gestorben. Weil wenn ich den jetzt nicht loote und einfach auffresse, also so, nom, okay, der ist weg, dann verliere ich den Skin. Wir haben jetzt drei Sachen. Das hier ist für unseren Kopf. Das hier ist das Kostüm. Jetzt haben wir wieder Knochen. Oder auch nicht? Hallo? Nein, da. Geht nicht. Muss ich erst absteigen, ne? Das hier? Auch nicht? Hallo? Ach ja, genau. Erstmal reinlegen. Oh Gott, wie viel ist das? Wo ist das? Geht nicht. Frag mich nicht warum, es geht einfach nicht. Warum geht das nicht? Weil ich draufstehe? Nein, bitte du auf aggressiv. So, jetzt aber. Das ist das Kostüm. Wieso? Hä? Wollt ihr mich eigentlich trollen? Warum geht das nicht? Warte mal. Nein, nicht schon wieder. Was ist das für ein verbuggtes Spiel? Der Sattel ist weg. Ich wollte ihn kurz ablegen, um zu gucken, ob das dann geht. Oh. Also es ist so der Moment, da verliere ich die ganze Lust auf das Spiel, ne? Jetzt ist der Sattel einfach weg. Warum? Warum ist der Sattel jetzt weg? Boah, ernsthaft, ey, jetzt habe ich wieder so eine Laune auf das Spiel. Wahrscheinlich ist der andere Sattel auch weg von dem anderen T-Rex, ne? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist der Sattel? Wenn einer von euch gut Englisch kann, schreibt mal bitte den Entwicklern, dass die Sachen ständig einfach verschwinden. Einfach so. Wahrscheinlich ist das derselbe Grund, warum ich das Kostüm nicht anlegen kann. Weil es nicht geht, weil es verschwinden würde. Jetzt geht's. Großartig. Und der Sattel ist weg. Toll, vielleicht wieder ein Skelett. Die Fresse, doch das Vieh mitkommen. Weh, ich sterbe unterwegs. Weil du der Meinung warst, den Sattel zu fressen. Wo ist der Sattel hin? Nein, da grabe ich jetzt nicht nach. Boah! Bringt das in Ordnung, Entwickler? Ich weiß, es ist eine Alpha, aber trotzdem. Verschwindende Items? Was ist das für ein Bug? Toll. Jetzt bin ich wieder zu Fuß unterwegs, komplett ohne Ausrüstung. Mit einem alles zerfressenden. Da hier, töte den. Mitkommen. Wo geht's nochmal? Nicht so ständig den Eingang, den muss ich einfach mal markieren oder so. Kann es sein? Es ist nur mal so nur eine Theorie. Da entlang. Sattel haben ja eine Haltbarkeit angegeben. Ey, wie soll ich ihn hier reinbekommen? Ey, ganz ehrlich, der ist doch. Der bleibt ja jetzt hier eh hängen. Wo guckst du hin? Ich bin vor dir. Okay, du bist doof. Du bist voll doof, weißt du das? Mann. Ich will meinen Sattel wieder haben. Ich weiß gar nicht, ob die Ressourcen dafür teuer waren. Wenn ich jetzt wieder Cementing Pacer verbrauche, dann hasse ich dich. Wollten eigentlich was tamen, ne? Naja. Ist eh nur ein scheiß Bronto. Den wir eh geschummelt getamed haben. Ja, folge mir. Weh, du bleibst am blöden Ast hängen. Dummes Vieh, ey. Ja, du bist doof. Du bist nicht Mr. T, du bist Mr. Doof, einfach nur Mr. Doof. Weißt du was? Weißt du was, das hast du jetzt davon?
Caps, danke. Ist deine eigene Schuld. Eigentlich muss man. Es ist ein Name, komm. Nee, das muss klar geschrieben sein. So, hast du davon? Jetzt bist du der sattelfressende Doofi. Bleib da. Beweg dich nicht von Fleck und weh, du frisst den Skin auf. Mann. Dein Papa hat den Sattel gefressen, deswegen brauchst du Stein. Wenigstens einer, der nicht so scheiße ist, ey, wie sein Vater. Du bist cooler, deine Mutter war schwach. Du kriegst noch einen Halbbruder. Der wird elitär. Ah. Ob der dein Bruder wird, weiß ich noch nicht einmal. Ganz ehrlich. Ich suche einen 120 plus Papa-Mama-Rex. Und dann mach ich den perfekten Rex-Junge. Ich wollte nicht sagen, den arischen Rex. Das wäre total asozial. Nein. Trophies. Ja, genau. Ah, na komm auch. Wo ist die andere Trophäe? Wenn die auch verschwunden ist, dann schwöre ich euch, dann nehme ich meine Katze und schlag damit das Spiel kaputt. Oder ich könnte es auch einfach deinstallieren und... Naja, ist eh eisig auf meinem Kanal. Wo ist das? Unter Fiber habe ich alles reingepackt, ne? Ja, da, okay, da ist er. Da. Und da in den Trophäenschrank. Ich brauche einen größeren Trophäenschrank. Der ist auch für Trinkets. Zählt ihr als Trinkets? Ihr zählt nicht als Trinkets. Ich brauche die scheiß Pumpkins nicht. Mann! Ey, warum ist der Sattel weg? Muss ich jetzt Angst haben um meine Items, dass sie jederzeit verschwinden können? Das ist so scheiße. Okay, ich ziehe mich um, beende aber doch die Folge. Was kostet ein T-Rex-Sattel? Saber, Kano, da. Na gut, das geht wenigstens. Trotzdem nervt's. Umziehen, okay. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, vergesst den Daumen hoch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ach ja, und abonniert den Kanal. Bis dann, macht's gut. Ciao.